Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. In der letzten Folge haben wir hier das Reitgeschirr der kleinen Krix abgeliefert. Und wir sollen am nächsten Tag zurückkommen und gucken, ob sie es angenommen haben. Ja, da haben wir ein Kleeblatt bekommen. Jetzt schon? Ja. Aber warum? Weil es der nächste Tag ist. Ja, wir haben nichts gemacht. Richtig. Seltsam. Ist das ein Bug? Nein. Dann klär mich mal auf. Warum denkt ihr, dass die Grix eure Störenfriede sind? Ich habe beobachtet, wie Grix um die Götterstatue bei der Brücke herumscharwenzelten. Sie betrachten die Brücke als ihr Revier. Wie wäre es, wenn ihr mit ihnen redet? Selbst wenn ich der Nachtdämonen Herr würde, wäre das zwecklos. Grix reden nicht mit Menschen. Ja, sie waren ja schon daneben. Haben gesehen, wie wir das abgeliefert haben. Wenn wir jetzt zu einer anderen Tageszeit da gewesen. Also ist 11 Uhr vormittags noch Nacht. Ach, wäre ich doch nur ein wohlhabender Mann. Ja. Okay, dann nehme ich das mal so hin. Herr! Ich habe eine Übereinkunft mit den Grix erzielt. Ich bin beeindruckt. Wenn ihr dieses vierblättrige Kleeblatt tragt, behelligen sie euch nicht. Vielleicht kann ich die Brücke vor dem ersten Schneefall vollenden. Nun zu eurer Belohnung. Ich könnte die Hilfe eures Sohnes brauchen. Er ist mutig, aber nicht sehr klug. Er bleibt bei euch, während ihr durch die Felder zieht. Danke. Jetzt mit? Ja, hoffentlich, sonst haben wir keinen Lohn. Kommt mit mir, Junge. Bringt euren Bogen mit. Gut, Herr. Ich meine, Geralt. Die laufen uns jetzt nach. Ich glaube, nur wenn wir in die Felder gehen. Weil das hat er ja gesagt, dass uns begleitet, wenn wir in die Felder gehen. Lebt. Ja, dann schließt er wahrscheinlich zu, wenn wir das Gebiet betreten. Hm? Vermutlich. Wird er dann einfach hinter uns auftauchen. Wir werden so oder so bald rausfinden, nehme ich an. Wir müssen auf jeden Fall nochmal da durch, oder? Dann wird sich Zeit und was wir noch machen müssen. Ja, das ist ja auch gleich um die Ecke. Deshalb kommen wir bestimmt nochmal durch. Wenn nicht, probieren wir es nochmal aus. Na, da kommt er doch. Folgt uns sogar jetzt schon. Ob der was taugt? Ah, ich weiß nicht, vielleicht können wir ihn sterben lassen. Dann nochmal einen Dialog abzuhören mit dem Vater haben. Das wäre aber gemein. Du willst ihn sterben lassen, nur damit du seinem Vater die Kunde überbringen kannst, dass er tot ist. Nein, um auszuprobieren, ob das geht. Du bist grausam. Und er ist langsam. Sei nicht so fit wie wir. Ein schrecklicher Albtraum. Ich träumte von einer Unterwasserstadt und dem Gott der Tiefe. Verschlinger Riesentausendfüßler. Den Wüfereifertrag können wir bestimmt schon machen. Wenn du die Eier aufgehoben hast. Haben wir. Ist zu sehen, nimmt diese Dürre denn nie ein Ende. Ach, er ist auch schon hier. Interessant, dass es in Wüsima immer regnet und hier nie. Ha, Frauen. Es hat da nicht immer geregnet. Hexer, diese Mittagserscheinungen lassen uns nicht auf den Feldern arbeiten. Naja. Nichts ist umsonst, ich weiß.
Vielleicht lässt der Geizhals Hoffmann ein paar Münzen springen, um das Problem zu lösen. Woher kommen die Mittagserscheinungen? Das sind Mittagsdämonen, die erscheinen, wenn die Sonne im Zenit steht. Das weiß doch jedes Kind. Ich würde gern mehr erfahren. Mittagserscheinungen werden aus Hitze, Traurigkeit und den Schweißtropfen von Pflügenden geboren. Sie tanzen in der Sonne und locken arglose Wanderer an. Kein Mann hat je einen Tanz mit Mittagserscheinungen überlebt. Sie verschwinden, wenn die Sonne untergeht, und kehren zurück, wenn sie wieder hoch am Himmel steht. Danke für die Geschichte. Ja, haben wir uns ja schon drum gekümmert. Mehr oder weniger. Ja, das ist richtig. Aber vielleicht respawnen sie. Ja, der Dorfprobst, der ist doch Hoffmann. Ja. Der hat ja nichts von Mittagserscheinungen erzählt, oder? Ja. Na, vielleicht jetzt. Sollte ich mich spuken? Und Julia. Seid gegrüßt, Herr. Eine geräumige Taverne habt ihr. Was? Glaubt ihr etwa, in diesem Land ist alles klein? Das war nicht böse gemeint. Wie kann ich euch helfen? Ich habe eure Anzeige gesehen. Ah, ich brauche Wyvern-Eier für meine berühmten Omelettes. Hier sind drei. Wunderbar. Hier sind eure Münzen. Wie kann ich euch helfen? Gibt's interessante Neuigkeiten? Es gibt eine Hochzeit. Unsere Alina, die Tochter des Bürgermeisters, heiratet einen Mann aus der Stadt. Julian ist sein Name. Er wohnt hier in meinem Gasthaus. Eine Sache noch. Ja? Ihr kennt bestimmt einige interessante Geschichten. Natürlich. Ich bin Schankwirt. Vor langer Zeit lebte ein Mädchen in einem fernen, fernen Land. Sie war eine echte Prinzessin, Zauberin und Hexerin. Alles drei? Ist das nicht ein bisschen viel? Unterbrecht mich nicht. Wollt ihr die Geschichte hören oder nicht? Und wollen wir sie hören? Ja, sicher. Und sie heiratete einen König, Priester, Magier, Krieger. Richtig? Nein, danke. Wie kann ich euch helfen? Ja. Lebt wohl. Wenn du die Geschichte hören willst, solltest du die Bücher lesen. Ah, ich lese doch keine 20 Bücher für die eigene Geschichte. Dann nicht. Ah. Kann ich euch helfen? Lebt wohl. Oh, eine Sause. Der eine tanzt nicht so ganz angestrengt. Geralt? Jetzt wird keine Musik mehr gespielt. Jetzt reden wir. Rittersporn, hör sofort mit dem Geklampf auf. Also, worum geht es in eurer neuen Ballade? Sie wird ein Meisterwerk der Dichtkunst. Spannend, beängstigend, romantisch. Und die Geschichte? Anrührend und direkt aus dem Leben. Ich habe meine Meinung geändert, versteht ihr? Dichter müssen nichts ausschmücken. Das Leben ist bunt genug. Ihr wollt über Bauern schreiben, die auf den Feldern arbeiten? Rittersporn, ich kenne euch gut genug, um... Nicht so gut, wie ihr glaubt. Ihr werdet schon sehen. Wie gefällt es euch auf dem Land? Es ist wundervoll. Wein, Weib und Würfel die ganze Nacht. Würfel? Ich habe auch schon gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel auch in der Provinz beliebt ist. Die Leute hier sind ganz wild darauf. Es ist unglaublich. Ich finde bestimmt keinen, der eine Herausforderung wäre. Versucht es mit mir. Manche behaupten, ich sei ein ebenso guter Pokerspieler wie Dichter. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr Trost bei den Elfen suchen. Das wird euch vielleicht wieder aufbauen.
zocken. Rittersporn kann nix. Der Trickser. Nicht, dass er betrügt. Das ist Rittersporn. Der macht nie was Vernünftiges. Ja, natürlich. Ja, hat er gut hier abgesahnt. Ah, unsere ist anscheinend besser. Oh. Sechsen. Ja, ist nicht so toll. Nicht so toll. Wir haben verloren. Ja, weil es nicht so toll war. Das Schlimmste, was uns passieren kann, dann ist es nicht so toll. Ein Albtraum war es. Rittersporn, der alte Trickser. Na, jetzt führen wir. Oh. Und das ohne vorher zu speichern. Ah, ja, wir sind hardcore. Ja. Geralt? Was ist nach meinem Verschwinden in Vizima passiert? Weiß nicht. Ich bin kurz nach euch aufgebrochen, aber ich habe gehört, ihr hättet ein ziemliches Blutbad angerichtet. Manchmal ist es erforderlich zu töten. Nehmt es mir nicht übel, aber habt ihr inzwischen Freude am Töten gefunden? Ich habe nichts dagegen, Menschen zu töten. Nein, dass wir sind tiefsinnig und reflektiert in unserem Handeln. Die Salamandra und ihresgleichen haben den Tod verdient. Ich urteile nicht über euch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Das tue ich. Geralt? Bis später. Ja. Keine Herausforderer? Ich poliere euch die Schuhe. Du bist Richter und Henker. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Na, der will aufs Maul. Ja, es war eher. Wollt. Ich tritt. Wir. Danach der Zeh und dann der Profi und dann der Fels. Das ist der aus Game of Thrones. Der Berg. Ich poliere euch die Fresse. Bestimmt sein Bruder. Wunderbar. Wie heißt er? Faustkämpfer. Okay. Also, der eine ist ja mal Butterbohnen. Ja, aber der war stark. Wir nehmen hier diesen oder den? Ich würde den nehmen, der sieht so ein bisschen weicher aus. Seid gegrüßt, Weißl. Na los. Es jemanden zu schlagen. Wer will ich poliere euch die Fresse. Keine Herausforderer? Ihr seid nicht. Ist der Profi.
Wer ist das denn? Der berühmte Weiße. Es wäre eine Schande. Der Weißhaarige in Aktion. Warum ist er dabei? Hat. Wir haben zwei Schwert und eine Axt. Viel verstörender finde ich seinen Armschützer mit den Herzchen drauf. Ich poliere euch die Fresse. Ich glaube, ich habe eigentlich das Faustkampfsystem verstanden. Nein. Ja. Wie bedient man das richtig? Wenn die Faust so ein bisschen gelblich, also diese gelben Pfeile hat, dann muss man die Maustaste gedrückt halten. Ihr habt mich ordentlich und verprügelt, Weißling. Und nicht wie im normalen Kampfsystem dann einfach klicken, sondern festhalten und dann kommt ja unten dieser Balken und dann im richtigen Moment wieder loslassen. Ja, du hast es ja schon mal durchgespielt ohne diese überflüssiges Gefahr. Das heißt, mit klicken geht es im Zweifel auch. Ja. So, und in der nächsten Folge nehmen wir uns den Felsen vor. Der verdient aufs Maul, gucken die an. Außerdem hat er deine Mutter beleidigt. Tut ja sowas. Ja. Ich möchte ihn jetzt nicht zitieren. Gemein. Gut. Dann vermöbeln wir den mal in der nächsten Folge. Bis dahin.